Hey! Hey! Hallo! Ja, mein lieber Fuhrmann, wo kommst du her? Ich komme von unten, von der Stadt her. Ich soll das Narrenblättchen verkaufen. Wie jedes Jahr. Aber du, ich krieg Depressionen. Mir wird schon ganz schlecht. Ich habe schon Fasnachtsblues. Jetzt hock erst einmal nach, beruhig dich und schenk dir ein Schnäpsle ein. Schnäpsle? Aber ja, eigentlich ist das der Hit. Jedes Jahr. Es ist echt verrückt. Da laufen wir durchs Städtli durch, schreien Extrablatt, machen Krach und kann lassen wir fort. So lang, bis der ein Blättli kauft und das eine oder andere Schnäpsle mit uns auf, trinkt. Komm, trinken wir mal, dass ich den Frust wegkriege. Sie ist jetzt schön. Ich kann gerade trinken. Ja, ja. Aber was? Dieses Jahr, wir sollten zu den Leuten. Aber wie sollst du das machen? Du darfst in das hineinlaufen, du sollst eine Maske tragen, darfst du singen, darfst du rufen. Und wenn mal einer zu nahe kommst, dann rennt sie so auf gleich fort. Da hast du gar keine Chance. Es ist traurig. Ha ja. Aber, dass ihr euch an unserem Barbier nicht anstecken könnt, haben wir was ganz Wahnsinniges gemacht. Das ist echt zum Klipfen. Ja, ein Narrenblättchen ohne Papier und ohne Viren. Ihr werdet es gleich kapieren. Digital und direkt bei euch daheim. Das ist doch ein wahrer Traum. Ja, probiert es aus. Ihr habt ja Zeit. Ihr dürft ja heute raus aus dem Haus. Am 12. Februar, da geht es online an den Start unter www.zimmerergilde.de und www.narrengericht.de. Da könnt ihr das rabladen. Und wir garantieren euch, dass auch jeder eins hat. Und wer mit der EDV it kommt klar, ha. Der soll halt fragen, der Nachbar, ein Kollege, sein Enkel oder in letzter Instanz uns, die Zimmerer. Man kann es auch ausdrucken, gar kein Problem. Und wenn gar nichts mehr geht, dann sind wir zur Stelle. Unter Stockach 07771 3063, das ist die Nothotline, da könnt ihr anrufen. Und dann tun wir das euch ausdrucken. Wir bringen es euch auch heim. Also wie gesagt, Telefonnummer, anrufen, wir drucken es aus, wir bringen es euch heim. Ha, mein lieber Fuhrmann, ich würde sagen, es ist alles gesagt. Wir gehen jetzt heim, die Arbeit, die ist gemacht. Aber du, das nächste Jahr, da gibt es wieder ein normales Narrenblättchen. Mit Papier, mit Tinte, wir gehen auf die Straße, wir gehen zu den Leuten. Trinkt einer oder wenn es sein muss und man trinkt, wird auch zwei. Und dann passt die Sache wieder. Jawohl. Aber jetzt noch ganz kurz zum Schluss. Es geht nicht mehr lang. Ist Zeit zum Sagen vielen Dank an unsere Inserenten, Dichter, Macher, Schreiber, ja alle Männer und auch die Frauen, die geschafft haben und gemacht, dass dieses besondere Narrenblättli wird wieder eine wahre Pracht. Liebe Leute, wir wünschen euch mit dem Narrenblättli ganz viel Freude. Dann tschüss mögere und herzhaft lachen, denn überstehen wir alle miteinander diese saublöde Virussache. Passet auf, bleibt heiter, gesund und froh. Auf die Stockholmer Fasnet, ein dreifach kräftiges Holzherr und Narro. Jetzt sollten wir aber nochmal. Ein Lebenslauf ist nie.